Ja, das ist doch logisch, dass Frank dieses Thema und diese Hoffnung nochmal versucht, in seine Mannschaft zu implementieren. Und genauso haben wir ja auch immer wieder genau diese Spiele angesprochen. Und das ist das, was ich meinte, dass eine absolute Top-Mannschaft, die hohe Ambitionen hat, diese Spiele nicht in dieser Häufigkeit einfach passieren. Und wir haben uns vor der Saison fest vorgenommen, dass wir gut in die Saison starten wollen, dass wir nicht erst in der Rückrunde eine Aufholjagd starten müssen, um unsere Ziele zu erreichen, sondern dass wir von Anfang an da sein wollen und nicht Punkte liegen zu lassen. Und heute haben wir definitiv wieder Punkte liegen lassen. Es wurden ja auch jetzt schon im Vorfeld vor dem Spiel wieder Fragen gestellt, wie wir mit der Champions-League-Auslosung zufrieden sind. Das ist einfach nicht unser Thema. Uns ist egal, gegen wen wir spielen, es geht um den Sieg. Es geht darum zu gewinnen. Und das müssen wir begreifen, das müssen wir die Mannschaft noch mehr festigen, dass es unabhängig vom Trikot des Gegners ist, dass es uns darum geht, Spiele zu gewinnen und alles dem Sieg unterzustellen. Und das ist uns heute wiederholt nicht gelungen. Also ich kann sowohl die Wut als auch die Frustration komplett verstehen, weil ich spüre sie genauso. Und trotzdem, wenn man sieht, was vor dem Spiel los war, was in der ersten Halbzeit los war, was in der Halbzeitpause los war, als wir den Platz verlassen haben. Und wenn man dann auch sieht, dass die Unterstützung bedingungslos bis zum Schlusspfiff war und dass sie dann erst die Frustration nach Schlusspfiff ausgedrückt haben, das ist etwas, was ich komplett nachvollziehen kann. Und ja, wenn wir jetzt wiederholt in den ersten drei Spielen es nicht schaffen, die Menschen, die uns so unterstützen, glücklich zu machen, dann dürfen uns auch nicht wundern, dass es dann umschlägt und dass es negativ wird.